Wunderbar. Hier nehmen wir dazu ein Stück Brot, Zwiebeln. Dann steht für das Rezept mal einmal Bouillon en Rindsbouillon und kein Gemüsebouillon. Speckwürfel. Und rezente Tilsiterkäse. Unten in der Filmbeschreibung habt ihr ein Rezept für 4 Personen. Ihr müsst halt dementsprechend teilen in der Menge, wenn ihr weniger machen wollt für weniger Personen oder einfach herausfinden, ja, wie viel das denn etwa gibt. Ich mache es halt jetzt einfach so, dass ich hier so ein Schüssel habe, wo man im Backofen tun kann, wo mir langt, wenn das voll ist, wo längstens langt. Und dementsprechend tue ich dann halt einfach optisch schauen. Ja, Brot, 3 Stück, das langt. Sind noch nicht einmal die Hälfte, die angegeben ist für 4 Personen. Also das ist sogar noch weniger als 2 Personen. Obwohl, wenn das da drin ist, ja, langt längstens für 1 Person. Und als nächster Schritt schalte ich jetzt mal den Backofen einschalten auf 180 Grad Umluft. Das Brot wird jetzt einfach ein bisschen verrissen. Überhaupt nicht schön wegschneiden. Einfach ein Stückchen ausrissen. He? Die macht man etwa so gross, dass man sie auch ins Maul nehmen kann. He? Die Rinde wird ja nicht so schön weich. Und dann wäre das mal gut. Brauchen wir 2 Sachen. Wir brauchen noch ein Blech und ein Gitter. Hier habe ich noch eine Folie drin. Die kann man immer wieder verwenden. Das ist keine Alufolie, die man braucht, um fortschießen. Und auf das Gitter. Ja, mache ich jetzt das Brot drauf. So, dass es nicht unten rausfallen sollte. Das müssen wir auch noch bedenken. Wenn wir die Brotstücke jetzt klein machen, fallen sie unten raus. Sonst müsst ihr halt... Ja. Auch hier noch etwas drauflegen, dass es nicht durchs Gitter durchgeht. So, perfekt. Der Backofen hat auch gerade seine Temperatur. Dann kann man das mal oben in der oberen Hälfte rein machen, weil unten kommt nachher noch das Blech drin. Das mache ich jetzt ungefähr 8 Minuten. In dieser Zeit muss ich die anderen Sachen vorbereiten. Das heisst, ich brauche mal eine Pfanne und einen halben Liter Wasser. Warum einen halben Liter? Ein Bouillon-Würfel ist für einen halben Liter Wasser. Deckel drauf, Energie sparen, dann kocht es schneller. Als nächstes kommt die Zwiebeln dran. Die schneiden, schälen und in kleine Ringchen machen. In diesem Fall kommt jetzt ein Blech zum Einsatz, wo wir die Zwiebelring drauf verteilen, die ich eben hier diese Folie habe. Die spezielle Backofenfolie. Plus Würfel, ja. Die können wir auch hier drauf verteilt. Wer will, kann natürlich auch alles miteinander rein machen. Muss halt den Backofen dementsprechend später einschalten. Jetzt müssen die auch noch einmal 8 Minuten drin sein. Die oben sind fast fertig, die nehme ich in einer Minute raus und dann stelle ich die Zeit wieder neu ein. Jetzt muss ich hier nochmal neu einstellen auf 8 Minuten. Also weiter backen und nach einer Minute das andere rausnehmen, das oben ist. Jetzt noch Käse. Da nehme ich etwa die Hälfte von dem Käse. Das mache ich jetzt anders als das im Rezept steht. Ich tue jetzt hier überhaupt nicht raffeln, ich mache einfach ganz einen Haufen. Kleine Stückchen, inklusive der Rande dran mit der Rinde. Einfach nur klein schneiden. So, das hätten wir auch mal. Hier nebendran habe ich ungefähr jetzt auf 10 gehabt. Das ist fast das Maximum. 14 ist das Maximum. Gut, je nachdem, ein bisschen länger, was man verpfannen hat. Kocht immer noch nicht, aber es scheint langsam etwas zu werden. He? Also, mal kurz umrühren und Temperatur höher stellen.
dass das auch mal endlich von da kochen kann. Und das Brot rausnehmen, das ist auch schon länger drin, als es sollte. Jetzt muss alles schnell gehen, da kocht es. Das Brot ist auch schon länger gut, da ist richtig knusprig. Jawohl, das ist definitiv zu lang gesehen. Also, Tipp, macht alles miteinander rein. Jetzt ist es schon, ja. Man hört es. Zu knusprig. Als nächstes, in diesem Fall, machen wir jetzt so. Wir machen Brot rein. Ein bisschen Käse. Dann habe ich mich jetzt gerade noch dazu entschieden, noch ein bisschen mehr Brot dazu zu machen, weil es das so eingegangen ist. Heisst, jetzt machen wir einfach noch ein Stück Brot dazu. Das mache ich jetzt überhaupt nicht backen. Das tue ich überhaupt nicht backen. Das kommt dann einfach gerade so mit rein. Dann machen wir die Hälfte da. Und zupfe das so rein. Gut, jetzt ist das hier ready. So, dann ist fertig, die Bouillon. Jawohl, jawohl, jawohl. Und Ahne. Heisst, jetzt tue ich als nächstes ein paar Zwiebeln und von der Speckwürfel rein machen. So, dann wieder vom Brot. Käse oben drüber. Ein bisschen vom anderen Brot noch. Da zweierlei halt. He? Und dann wieder schichten. Und jetzt noch ganz zum Schluss die Bouillon drüber leeren. Steht also bei mir jetzt ungefähr in der Hälfte drinnen, das Material in der Bouillon, und das Ganze kommt jetzt in den Ofen rein. Dazu habe ich wieder das Gitter genommen, damit es genug Hitze hat. Ungefähr in der Hälfte, wieder bei 180 Grad Umluft, und das Ganze jetzt 20 Minuten. Okidoki, fertig wär's. Das ist hier. Ja, kann man sagen. Sieht gut aus. Mmh.